schönen guten Morgen. Wir freuen uns, euch mit einem Thema, ich hoffe, begeistern zu können. Ja, wir sind zu dem Thema gekommen. Stefan hat uns gefragt, habt ihr nicht ein cooles Thema damit, weil, was wir hier vorstellen können. Und wir haben überlegt, was können wir tun. Und ein Thema ist sehr präsent bei uns in den letzten ein, zwei Jahren gewesen. Das Thema User-Centered Design. Das heißt, was versteckt sich hinter dem Begriff? Und zwar steht wieder darunter, wie können wir Kunden, Nutzer früh bei uns in die Entwicklung mit einbinden und wie sieht dadurch vielleicht die Entwicklung aus und wie ändert sich die Entwicklung. Und das würden wir gerne vorstellen und auch gerade für die Agenturen und Freelancer wie ihr mal schauen, wie könnt ihr das Ganze adoptieren in einem vielleicht etwas kleineren Bereich. Ja. Moin Moin auch von mir. Ich bin Sören, bin seit 2014 bei Midwald und ja, meine Rolle oder meine Aufgabe da ist Product Owner. Was das genau ist, können wir später noch drauf eingehen. Und ja, meine Themen sind wirklich so User-Centered Design, also wie können wir den Kunden mit einbeziehen, also Design Thinking, gehe ich gleich drauf ein, Scrum, kreatives Arbeiten und ja, Innovation. Ja, mein Name ist Jens Thiemeier, ich bin technischer Leiter bei Midwald. Beschäftige mich vor allem mit dem Thema agile Entwicklung bei uns, Selbstorganisation, vor allem in unseren Entwicklungsteams. Ich treibe mich gerne in den Communities rum, ich betreue das Partnermanagement bei uns und deshalb ist es mir eigentlich ein Anliegen, auch hier gerade bei dem CMS-System bei Joomla vorbeizuschauen ja, und auch Themen vorzustellen, wo wir vielleicht helfen können, ein paar Sachen aufzuklären. Ja, wir haben uns mit der Frage User-Centered Design beschäftigt. Aber warum haben wir uns die Frage gestellt? Und Sören, erzähl doch mal ein bisschen, was ist die Fragestellung, warum ist das ein großes Thema bei uns gewesen? Ich lasse das Video einmal ein bisschen wirken. Und so häufig man es sieht, umso lustiger wird es eigentlich. Ich fand es eigentlich ganz, ganz beispielhaft. Da stehen jetzt die Chefs, die vielleicht die Entwickler von Windows 95, 3.11, ich weiß es gar nicht, was sie da feiern. Auf jeden Fall haben wir extrem gute Stimmung und freuen sich, dass sie endlich ihr Produkt releasen können und sind extrem happy darüber. Nur, was ist eigentlich mit dem Nutzer? Also, wurde jetzt gar nicht gefilmt, rastet der eigentlich auch so aus, wenn das Produkt released wird? Vielleicht kennt das jeder, wenn ihr was gebaut habt, ihr seid mega stolz drauf und zeigt es irgendwie dem Kunden und der sagt ja, was soll ich damit? Apple hat jetzt neulich eine Keynote gehabt, da ist es auch irgendwie so ein bisschen gewesen. Hat mich extrem gefreut, Steve Jobs sehr stolz gewesen, aber naja, so innovativ war es da vielleicht doch nicht. Und das Problem hatten wir irgendwie auch. Wir haben Produkte gebaut, fanden die mega geil, dachten, boah, ist das durchdacht, ist das cool. Aber die Nutzer dachten irgendwie so, brauche ich gar nicht. Warum habt ihr das gemacht? Und so konnten wir auch irgendwie nicht weitermachen. Und da haben wir halt gedacht, okay, wir gehen halt mit einer großen Fragestellung mal so an den Kunden heran. Und fragen dir einfach mal, was ist so für dich das optimale Hosting? Wir wollten so, ja, uns für die nächsten Jahre besser aufstellen. Und ja, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Klar ist es irgendwie Cloud-Hosting auf dem Markt irgendwie ja, gekommen und hat sich nie irgendwie so durchgesetzt, weil die Vorteile haben nicht überragend gewirkt. Und deswegen haben wir uns der Herausforderung vor 2 Jahren angenommen, so, was ist eigentlich das optimale Hosting für Agenturen? Also speziell jetzt Agenturen. Und da waren so halt so ja, 2 Prinzipien, die wir so ja, ein bisschen diskutiert haben. Wir könnten halt ein Produkt bauen und dann sagen wir dem Marketing Bescheid, ey, ihr habt das Budget, feuert das immer auf dem Markt und macht das mal richtig präsent. Und sagt den Leuten, ey, das musst du kaufen, das ist richtig, richtig, richtig geil. Irgendwie auch doof, wenn man den Kunden immer überzeugen muss, das Produkt zu kaufen. Und deswegen haben wir uns mal gedacht, okay, was ist eigentlich, wenn wir das so ein geiles Produkt bauen, dass der Kunde sagt, ich will das haben. Das ist so überzeugend und vielleicht steht das sogar nachts an, vor irgendwie an unserem Midwald-Store, falls es den gibt. Und ja, investiert wirklich Zeit und ja, ist ein Fan vom Produkt. Nur das ist halt nicht so einfach. Wenn das so einfach wäre, würde es jeder machen. Dann würden wir vielleicht auch ja, hier in unserem dicken Auto sitzen und sagen, hey, wir haben unsere coole Produkte gebaut, so viel Geld verdient. Nur ist es irgendwie die Frage, ja, was baut man, womit fängt man an? Ja, dabei geht es um Produktideen, Features, wie kann man Kunden begeistern,
Ideen entwickeln. Das geht nicht nur uns so, sondern das geht euch genauso als Agenturen, als Freelancer. Wie könnt ihr Kunden begeistern? Und Sören, erzähl doch mal, wie entstehen bei uns Produktideen? Das mit der Idee ist eigentlich so eine Sache. Ich bin im Produktmanagement und ja, so ein Produktmanager setzt sich vielleicht hin und sagt, hey, ich habe da eine coole Idee, das bauen wir jetzt. Leider stellt sich halt raus, die Ideen sind halt nicht immer gut. Eben schon gezeigt, so, ja, man trifft auch Fehlentscheidungen und wenn man wirklich so, ja, das dafür sorgen will, dass wirklich alle Mitarbeiter hinter dem Produkt stehen, wäre es eigentlich auch mal ganz cool, so zu gucken, wie kann man dann irgendwie noch dran gehen? Ist es wirklich nur einer, der entscheidet, was gebaut wird? Oder kann man da vielleicht, ja, mit irgendwelchen neuen Methoden vielleicht dran gehen und gucken, wie kann man wirklich was Geiles bauen? Dafür gibt es so eine kleine Prozessübersicht und sagt einfach, okay, wie groß soll das eigentlich werden? Was wollen wir den kompletten Hosting-Markt hinterfragen? Machen die auch das richtig? Warum brauchen die Kunden überhaupt Hosting? Gibt es da nicht was viel Esoterisches? Also, ist das eine Selbstfindung oder kann man es halt kleiner angehen? Und ganz vorne wäre halt wirklich die Frage zu ergründen, den Nutzer zu studieren, ist Design Thinking. Das sorgt halt dafür, dass wir wirklich das Richtige bauen, also das Richtige hinterfragen. Oder man geht halt ein bisschen kleiner an und sagt, okay, wir wollen halt mit einer richtigen Methode den Kunden in den Prozess einbinden und machen halt die Startups, Scrum und so weiter und so fort, ein paar Methoden. Design Thinking, so hat das Wort Design Thinking hier erwähnt. Wer von euch kennt diesen Begriff Design Thinking? Vielleicht ist es dort auch ein Modewort mittlerweile geworden. Ist das schon irgendwo bekannt? Genau, es ist, es wird, glaube ich, immer populärer, das Thema Design Thinking. Und Sören wird uns mal zeigen, wie wir Design Thinking verstehen und wie wir damit gearbeitet haben in diesem Projekt. Ja, es kann sein, dass sich Design Thinking mittlerweile zum Buzzword gebildet hat. Ich bin trotzdem noch sehr überzeugt von der Methode. Ich weiß nicht, so viele, die diesen Begriff vielleicht kannten oder vielleicht können sie noch ein bisschen was dazulernen. Was ist das überhaupt? Grundsätzlich kann man sagen, Design Thinking sorgt dafür, dass man arbeitet wie ein Designer. Sehr plakativ. Und was ist das Besondere, wenn ein Designer irgendwie arbeitet, irgendwas macht für einen Kunden? Der behält halt den wirklichen Nutzer in den Fokus. Und Design Thinking sorgt halt in einem sehr definierten Prozess dafür, dass du in einem Team den Kunden ja quasi studierst und für ihn was baust. Und als Beispiel finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr cool die MRT-Röhre. Ich weiß nicht, war jemand von euch da schon mal irgendwo drin? Hat Spaß gemacht? Gibt Lustigeres als dieses Gebrumme. Es ist sehr laut, es ist sehr eng und ja, man fühlt sich nicht wohl und ja, kriegt vielleicht noch ein bisschen Kontrastmittel gespritzt und ich hatte auch schon zweimal das Vergnügen und kann man irgendwie darauf verzichten. Und ja, das eigentliche Problem dabei ist, wir Erwachsene kommen da ganz gut klar, wir können die Geräusche irgendwie zuordnen, und riecht sich was und so weiter und so fort. Aber das für Kinder ist es viel, viel schlimmer. Die müssen halt irgendwie auch mal rein, leider Gottes. Und die sind dann auch sehr unruhig. Man muss halt, ich weiß nicht, 15 Minuten still da irgendwie verharren. Und dafür müssten die meistens betäubt werden, manchmal nur Vollnarkose, sie kriegen Panik, sie können das nicht zuordnen und so weiter und so fort. Und jetzt könnte man halt so denken, wie ein Ingenieur, sehr rational, ja, man müsste das irgendwie leiser machen, ein bisschen bequemer, dann sind die vielleicht ruhiger und sie können sich dann ja viel besser entspannen. Das ist ja auch irgendwie nicht dann so das Wahre. Und dann gab es so eine Gruppe, die haben gesagt, okay, wir gehen da mittels Design Thinking ran und gucken einfach mal, wie können wir das Ganze als Erlebnis aufbereiten. Also wie können wir vielleicht eine Verpackung so gestalten, dass die Kinder da wirklich ja keine Angst mehr vor haben. Und die Lösung war sehr, sehr einfach, hört sich das jetzt an. Die haben einfach die Röhre angemalt, zum Beispiel als Piratenschiff. Die haben den Raum angemalt, so mehr. Die Arzthelfer und die Ärzte haben sich verkleidet als Piraten oder was auch immer. Und haben die Kinder eine Geschichte erzählt. Hey, wir gehen jetzt auf eine Reise, du musst ganz still sein, verhalte dich ruhig, sonst höre ich dich und so weiter und so fort. Und das hat dafür gesorgt, dass die Kinder da wirklich sehr ruhig waren. Die konnten sich mit der Fantasie vorstellen, muss ruhig sein. Und konnten das halt diese Geräusche im Zuordnen, weil die Geschichte dazu erzählt wurde. Also sehr, sehr gute Verpackung. Der Nachteil dabei war, dass die Kinder, die das erlebt haben, am liebsten noch mehr rein würden. Wenn man jetzt bei Google
mal irgendwie Design Thinking Prozess eingibt, gibt es mittlerweile, ich weiß nicht, über 100 verschiedene Definitionen, wie das abzulaufen hat. Ich habe mich für den Doppeldiamant entschieden. Diamant ist immer gut, funkelt, das muss gut sein. Der erklärt eigentlich sehr schön, was Design Thinking macht. Ich habe eben gesagt, man braucht erstmal ein Team, also am besten ein interdisziplinäres Team. Man geht halt ins Unternehmen oder guckt halt, wen können wir mit reinziehen. Und zwar ist es zum Beispiel auch so, dass Leute aus der Buchhaltung, Entwickler, das Marketing, Produktmanagement, was auch immer. Wir haben uns immer wieder geguckt, wie können wir das Team zusammenstellen, so 5 Personen ist optimal. Und dann geht man halt in eine Fragestellung, so how might we, also wie können wir das Hosting für Agentur verbessern? Ja, das ist eine Fragestellung für uns, für euch wäre es, wie können wir für den Kunden eine optimale Website umsetzen, wäre auch eine Fragestellung. Und dann geht man halt rein und als erstes fängt man halt hier vorne an und studiert den Kunden. Was heißt das? Ja, man beobachtet ihn, interviewt ihn, versucht sich in die Lage des Kunden zu setzen und zu gucken, was für Probleme hat er überhaupt aktuell. Wir spannen hier sehr plakativ den Problemraum auf, das heißt, wir suchen die aktuellen Probleme, die der Nutzer oder zukünftige Nutzer mit dem Thema hat. Wie machen wir das? Wir schreiben es nicht nur auf, so sehr plakativ, sondern wir malen es auch. Durch das Visuelle lässt sich halt verschiedene Probleme auch anders zu interpretieren und sammeln erstmal die ganzen Probleme an eine Wand und sortieren die vielleicht und so weiter und so fort und versuchen dann wirklich diesen Raum, den wir jetzt aufgespannt haben, wieder zu schließen. Wir wollen uns erstmal auf ein Problem fokussieren. Dann sind wir hier und haben jetzt einen Standpunkt. Den Standpunkt könnten wir jetzt als aus der Sicht eines Nutzers definieren. Ich als Sören möchte gerne eine Website für so und so haben. Hier ist zum Beispiel ein Standpunkt. Und dann geht man halt weiter mit diesem Standpunkt und spannt den Lösungsraum auf. Da ist halt die Arbeit eines Designers gefragt, also die Methoden eines Designers gefragt. Es gibt über 1000 Methoden, wie man wirklich kreativ in einem Team Lösungen generiert. Es kann gescribbelt werden, es gibt so Story Cubes, wo man so kleine Würfel hat, wo Bilder drauf sind, dann wirft man irgendwelche Geschichten und versucht halt mit ganz vielen kreativen Methoden den Standpunkt anders zu betrachten. Und wenn man dann irgendwie sagt, so nach einem halben Tag, einem Tag, boah, ich kann nicht mehr, dann geht es eigentlich dabei, wir entscheiden uns jetzt für eine Lösung. Im Team wird es irgendwie gebotet und wir bauen die Lösung. Bauen heißt es nicht, wir setzen hin und programmieren das Ding, den kompletten Shop die nächsten 3 Wochen fertig und zeigen es den Kunden, sondern das heißt eigentlich, wir bauen einen sehr, sehr günstigen, schnellen Prototypen und zeigen es den Kunden. Und da dachte ich als erstes auch, okay, ist das so gut? Was denkt der Kunde von uns, wenn wir ihm irgendwas Günstiges zeigen, was nicht fertig ist? Aber wir haben es trotzdem ausprobiert. Wir haben so aus Pappe ein iPad gebaut, was so groß war, und sind zu Kunden rausgefahren und haben mir das hingelegt und einfach gefragt, ey, würdest du das benutzen? Was denkst du, was kann das? Hast du mal WLAN? Ja. Und ja, ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt. So, sagt er jetzt, willst du mich verarschen? Was macht ihr denn da? Aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Wir haben extrem schnell Erkenntnisse gesammelt, ob unsere Idee, die Lösung funktioniert. Er hat gesagt, ja klar, kann ich mir das vorstellen. Ach, hier ist ein Monitoring. Ja, ist cool, dass es mobil funktioniert. Ach, hier kann ich ein bisschen swipen und so. Ja, total cool. Aber das fehlt mir noch. Ja, und das fühlt sich noch nicht so gut an. Also wir wussten, das grobe Konzept funktioniert. Sehr schnell. Nach 3 Tagen wussten wir, okay, das funktioniert. Wir wussten, okay, wir haben noch ein paar Probleme. Und Design Thinking ermöglicht halt, wir sammeln dann hier Erkenntnis. Wir gucken dann, wo wir dann weitermachen. Haben wir die richtige Frage am Anfang gestellt? Wahrscheinlich schon, er hat gedacht, er möchte es benutzen. Hatte aber noch ein paar Probleme. Das heißt, wir sammeln vielleicht die Probleme und generieren wir einen neuen Standpunkt, wieder eine neue Lösung. Und so kann man ganz iterativ den Prozess einmal durchgehen. Als wir mit diesem neuen Hosting fertig waren, sah das so aus. So sieht das aus, wenn man mit Design Thinking nach 8 Monaten fertig ist. Also wir haben es nicht 8 Monate Vollzeit gemacht, immer mal wieder getroffen mit ganz vielen Mitarbeitern. Man sieht ja ganz an der Wand so ganz viele Bilder und also, ja, Grafen, alles gut sortiert. Und hier ist eigentlich das fertige Konzept. Gut, dass man es nicht erkennt, das ist ein bisschen geheim. Was man auch braucht, ist ein Raum, der ja vielleicht ein bisschen aus dem Alltag rausgerissen ist.
dadurch, dass man halt sagt, okay, wir gehen woanders hin, um was Neues zu bauen, ist halt im Kopf, okay, wir lassen den Alltagsballast einmal weg und können uns halt voll und ganz auf das neue Schöne konzentrieren. Das hat sich als sehr wichtig herausgestellt, weil einen Arbeitsalltag kennt man, kriegt man mal einen Anruf, kommt ein Kollege vorbei, ey, kannst du mal kurz das machen? Du bist halt nie so wirklich in diesem sehr guten Prozess drin. Dann gibt es auch was anderes, den Google Design Sprint. Es ist von Google, es muss gut sein. Wir hatten eben ein Konzept, so, hey, so sieht der optimale Tarif für Agenturen aus. War so ein neues Markengefühl, was wir generiert haben. Aber wir hatten dann irgendwann noch die Frage, hey, wie bedient man das überhaupt? Braucht das ein Kundencenter oder geht das über Siri oder was auch immer? Und haben uns einfach mal in diesen Prozess gewagt. Das ist eigentlich wie Design Thinking, da haben die gut kopiert. Aber wir haben es ein bisschen weiterentwickelt und gesagt, okay, wir verpacken das in Wochenrhythmen, in sogenannten Design Sprints. Ein Sprint ist eine Woche und der ist sehr klar strukturiert. Am Montag, wie eben schon gesagt, studieren wir den Kunden und finden halt Probleme raus, führen Interviews, rufen einmal an, gehen auf die Straße, fragen irgendwelche wildfremden Leute, versuchen halt wirklich so ein Gefühl für den potenziellen Kunden zu bekommen. Am Dienstag zieht sich jeder zurück aus dem Team, von den 5, 6 Personen, und entwickelt für sich die optimale Lösung aus dem Problem. Am Mittwoch trifft sich das Team wieder und stellt sich die Lösung vor, und dann sagen, okay, das kann man gut miteinander verbinden, entwickeln das ein bisschen weiter und entscheiden sich dann für eine Lösung, die sie bauen wollen. Am Donnerstag wird ein Prototyp gebaut, auch wieder so ein Low-Quality-Prototyp, also sehr einfach, weil wir wollen dann schnell Erkenntnisse sammeln, ob das Konzept überhaupt funktioniert. Und am Freitag testen wir und gucken dann, wie machen wir wieder weiter. Und das guckt man eigentlich in der nächsten Woche genauso an. Es gibt viele Agenturen, die nur so arbeiten. Sämtliche Kundenprojekte werden in Design Sprints erledigt. Und das hat sich als sehr, sehr, sehr produktiv auch herausgestellt. Wir haben kurz einen Eindruck bekommen, was ist Design Thinking, was ist ein Design Sprint. Wir haben eben auch schon einen Raum gesehen, wo wir drin gearbeitet haben, der abgeschottet war. Sören, wart ihr im Büro unterwegs? Als das Projekt größer wurde, wart ihr auswärts unterwegs? Welche Gedanken habt ihr euch da gemacht? Und wie ist das Thema Motivation der Mitarbeiter vielleicht dann dort reingeflossen? Ich habe mal so ein Stockfoto mitgebracht und dachte eigentlich, das ist ganz cool. Gute Präsentation braucht ein Stockfoto. Und dachte mir eigentlich, das sieht ja ganz nett aus. Wer kann sich vorstellen, da mal zu arbeiten? Auf dem Balken? Oder auf dem Balken? Das haben wir uns auch gedacht und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns für 4 Wochen es ist wirklich ein Projekthaus gemietet. Eigentlich ist es eine ländliche Villa gewesen. Sieht eigentlich ganz nett aus. Und gedacht, okay, wir haben mit Design Thinking im Team Erfahrung gemacht. Nur das Problem war immer, wir haben um 16, 17 Uhr Feierabend gemacht, sind nach Hause gefahren und da hat man sich wieder getroffen. Wenn man jetzt eine komplette, programmierte Oberfläche entwickeln will, ist es halt, wir brauchen ein bisschen mehr Produktivität. Und durch den Feierabend, wenn jeder nach Hause gefahren ist und man war irgendwie am Abendessen und hat sich geguckt, dann dachte ich, scheiße, da habe ich jetzt noch eine richtig gute Idee, aber ist ja keiner da, mit dem ich das erzählen kann. Und bis zum nächsten Tag hat man es wieder vergessen und irgendwie ist das nie so wirklich dann gut. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir ziehen uns dann mit 2 Teams, die nicht miteinander reden, in so ein Haus zurück und arbeiten da wirklich von morgens bis nachts und dann wieder von morgens bis nachts. Und dann sind wir wirklich konstant in dem Team zusammen, können halt wirklich abends bei einer Bierlaune auch mal kreativ werden und sorgen halt dafür, dass wir wirklich punktuell sehr, sehr motiviert waren und produktiv waren. Alkohol ist ein verdammt wichtiges Thema dabei auch gewesen. Die besten und die schlechtesten Ideen entstehen da leider durch. Ich meine, wer kennt es nicht, wenn man mal so geht und sagt, hey, ich habe da eine Idee. Und dann entwickelt sich das weiter und wird irgendwann riesengroß, aber macht es nie. Das erlaubt sich irgendwie dadurch und man macht es einfach. Als ich so 8, 9, 10, 11 war, habe ich mir irgendwann mal gedacht, ich will mit Lego später Geld verdienen. Lego ist genau mein Ding, damit will ich Kohle machen. Und da bin ich beim Mitfall angefangen und habe mir diesen Wunsch einfach erfüllt und habe Lego-Sets gekauft.
für unsere Mitarbeiter und in diesem Prozess mit eingebunden. Es gibt so Lego Serious Play, ich weiß nicht, kennt das für? Das sind so extra Sets, wo man kreativ oder Prozesse mit abbildet, also wirklich für die professionellen Lego Sets, also ja, auch sehr spielerisch. Und dadurch kann man halt wirklich sehr schnell Probleme nachbauen. Was ihr hier seht, ist das Problem, was unsere Kunden mit unserem Kundencenter haben. Ich finde diesen Totenkopf sehr plakativ. Und es sagt eigentlich aus, es kann viel, aber der Weg dahin ist sehr lang. So wie sie es interpretieren. Und dadurch, dass man mit Händen baut, denkt man halt auch ein bisschen anders. Also das Gehirn funktioniert anders, wenn ich etwas mit Händen baue, als wenn ich es ja verbal äußere oder irgendwie male. Sondern wenn ich es baue, funktioniert das Gehirn anders. Probleme werden anders betrachtet und lassen sich auch anders interpretieren. So, das sah dann der Alltag aus für 2 Wochen. Der Kollege hat es wirklich immer geschafft, nachts so 2 bis 1 Stunde zu schlafen. Also wir wissen bis heute nicht, wie er es hingekriegt hat. Der hat bis so 8:30 gearbeitet, ist um ja, 8:30, 9 wieder aufgestanden und hat weitergemacht. Sehr, sehr krass gewesen. Aber wir alle haben nicht viel Schlaf in der Zeit bekommen, aber wir hatten Bock drauf. Das ist das Wichtigste. Also wir waren motiviert und es gab jetzt auch keine Überstunden, die wir ausgezahlt bekommen haben oder irgendwie aufs Überstundenkonto. Wir haben gesagt, okay, wir machen ganz normal 40-Stunden-Woche. Und der Rest quasi ist unser eigenes Vergnügen. Ich meine, wenn man mal grillt oder Essen bestellt und so, macht ja doch irgendwie Spaß, dann auf einmal punktuell so zu arbeiten. Länger als 2 Wochen würde ich sowas auch nicht empfehlen, weil irgendwann ist man ziemlich gar im Kopf. Aber in diesen 2 Wochen schafft man es wirklich, ja, extrem produktiv zu sein. Und viel zu schaffen. Hätten wir versucht, also man sieht hier ein bisschen die Oberfläche, die wir da gebaut haben, unten links und da hinten am Fernseher. Hätten wir das in einem Unternehmen gebaut, ich glaube, da hätten wir 1,5 Jahre, wäre nicht so gut gewesen. Es funktioniert manchmal nicht. Was auch extrem gut war, alle sitzen an einem Tisch, die Kommunikationsstränge sind sehr kurz gewesen. Mein Tipp, der es extrem gut funktioniert hat, ist auch am Arbeitsplatz einen Fernseher zu haben. Wenn jemand was gebaut hat oder eine Idee hat, kann er das schnell auf den Fernseher schmeißen, alle gucken kurz hin und geben Feedback dazu ab. Dadurch kriegt man halt sehr kurze Kommunikationsstränge und man sitzt sowieso sehr nah aneinander und kriegt sehr schnell ja, Feedback und Erkenntnisse und man kann halt weitermachen. Wir haben jetzt gehört, wie bei uns die Produktideen entstehen, wie wir vielleicht Ideen zu Features haben. Aber es ist noch nichts Handfestes, weil für euch ist wahrscheinlich auch gerade interessant, wie bekommen wir so ein bisschen Fleisch an Knochen, wie sieht die Entwicklung aus, weil gute Ideen, ja, sind immer gut, aber wie bekommen wir das vielleicht umgesetzt und wie gehen wir in die Programmierung rein? Ja. Wir hatten halt irgendwann ein riesengroßes Konzept, wir hatten eine Bedienoberfläche, wir hatten ein Tarifkonzept. Es war eine riesengroße Landingpage, mit ganz vielen Ideen haben wir erzeugt und leider ist es ein bisschen abgeschnitten. Da war einfach mal die Frage, okay, wie baut man das jetzt? So, stellen wir jetzt die ganzen Entwickler, die wir haben, 30, 40 Leute dafür ab und bauen das jetzt einfach? Oder kann man, weil dann ja, missachten wir unser Tagesgeschäft und klappt nicht so gut. Und deswegen hatten wir uns dann für Scrum entschieden. Ich weiß nicht, ist das geläufig? Kennt das jeder? Muss ich es noch ein bisschen erklären? Kannst du uns einen kurzen Einstieg machen? Wir haben ja das Thema User-Centered Design. Wir wollen halt auch, wenn wir das Produkt wirklich entwickeln, also Hardcore, dann wollen wir ja den Kunden mit einbeziehen. Das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen halt wirklich sicher gehen, wenn wir da viel Geld für investieren, dann muss es auf dem Markt funktionieren. Früher, also wirklich vor meiner Zeit, ich habe es im Studium noch gelernt, Wasserfall ist geil, richtig cool, muss man machen. Sorgt aber dafür, wenn man ein Riesenprodukt baut, dass man zwischen ja, Idee und veröffentlicht auf dem Markt vergehen mehrere Jahre, indem man nicht prüft, ist das überhaupt das Richtige, was wir bauen. Man kriegt erst hier die Erkenntnis, alles Geld, was wir investiert haben, ist verloren. Das kann sich nicht jeder erlauben, nur die ganz großen Firmen, die machen das ganz gerne mal. Ich meine, Windows 8 war auch so ein Ding, was wirklich nicht so gut war. Deswegen haben wir uns für Scrum entschieden. Und Scrum sagt eigentlich, okay, wir verpacken dieses große Produkt in sehr viele kleine Steps, also kleine Sprints nennt man das auch hier. Und haben halt so nach 2-3 Wochen immer so einen ja, Release-Zyklus, in dem wir es den, ja, den Stakeholdern oder den Kunden einmal vorstellen und sagen, hey, das haben wir gebaut, das haben wir gemacht. Er gibt einmal Feedback dazu. Wir können vielleicht mit denen nochmal so eine Priorisierung, das Feature hätte er gerne als nächstes. Und so kann man halt dafür sorgen, dass man halt in den ja, Entwicklungszeitraum den Kunden mit einbezieht.
Dann gehe ich nach Lean. Ja, ist auch schon ein bisschen älter. Wir dachten eigentlich, Scrum klingt ein bisschen fancier, deswegen haben wir es danach gemacht. Das ist der Scrum-Prozess. Ich meine, es ist klar deutlich, ich kann eigentlich direkt weitermachen. Es gibt mehrere Rollen, wie man in Scrum entwickelt. Und meine Rolle ist da der Product Owner. Das heißt, ich habe so, ja, die Vision halte ich aufrecht und bewache so ein bisschen das Produkt, dass wir das Richtige bauen und ja, immer Kontakt mit den Kunden haben und Wünsche in Empfang nehme und ja, so ein bisschen die Schirmherrschaft über das Produkt. Dann gibt es, hier steht es jetzt mit Dev, das Team. Ich hätte es eigentlich Team genannt, weil es heißt, okay, es ist ein Entwickler da, als auch so UX-Designer. Daraus besteht das komplette Entwicklungsteam. Dann gibt es noch so eine lustige Rolle, den Scrum Master. Klingt schon extrem wichtig. Ein Master, der muss schon richtig cool sein. Der sorgt eigentlich dafür, dass das Team in Ruhe und gut arbeiten kann. Und fragt halt, hey, was habt ihr für Probleme, wie kann ich euch helfen? Aber sorgt aber auch dafür, dass dieser Prozess, dass alles, wie drauf ist, eingehalten wird. Wie funktioniert das Ganze? Man macht im Team einen Workshop, hey, das wollen wir bauen. Guckt einfach, in welchen verschiedenen Tasks, was gibt es für Funktionen, wie können wir das kleiner machen. Packen das Ganze so auf ein Taskboard, in den verschiedenen Tasks, so einmal hier ein Login bauen, und hier die Funktion muss gebaut werden, das muss gebaut werden. Und geht mit diesem Team einmal in einen sogenannten Sprint Planning ein und sagt, hey, was wollen wir einfach in den nächsten 2 bis 3 Wochen, gucken, wie lange das Sprint geht, was wollen wir bauen. Danach setzt sich das Team nochmal zusammen und guckt, ja, wie wollen wir das überhaupt bauen. Da muss der Product Owner gar nicht dabei sein, das ist sehr technisch, ich habe davon keine Ahnung dann. Das wollen die unter sich ausmachen. Dann gucken die einfach, wie das gebaut, welche technischen Lösungen gibt es da und so weiter und so fort. Und diese Erkenntnisse werden in einen Sprint Backlog gepackt. Also dann gibt es verschiedene Spalten, so von den Tasks, okay, das wollen wir machen, das wird gerade gemacht, das wird gerade getestet und das ist fertig. Das sind so die, so Kanban-mäßig läuft das dann durch dieses Task. Dann pickt man sich halt einen Task, entwickelt den, so 2 oder 3 Wochen. Dann eben angesprochen, gibt es ein Review mit dem Kunden oder mit den Stakeholdern, zeigt ihnen das einmal und die sagen halt, ey, alles cool, genau das habe ich mir vorgestellt. So, das kann ich nicht bedienen und so weiter und so fort. Und danach gibt es nochmal eine Retrospektive, wo sich das Team mit dem Scrum Master zurücksetzt und sagt, okay, das ist gut gelaufen, das ist extrem schlecht gelaufen, das müssen wir besser machen, also ein bisschen Erkenntnis sammeln, wieder verbessern und dann geht man wieder in den nächsten Sprint. So läuft man das komplett durch, bis das Produkt fertig ist. Das ist so in kurz gefasst der Scrum Workflow. Ja, wir haben einmal vorgestellt, wie sieht die Ideenfindung, die Entwicklung bei uns aus in einem, ja, in diesem Fall größeren Projekt. Aber für euch als Agentur und Freelancer stellt sich wahrscheinlich die Frage, wie könnt ihr das Ganze adoptieren, in auch in einem kleineren Team? Und daher auch die Fragestellung an Sören, geht das Ganze vielleicht etwas kleiner? Muss ich sagen, ja, es geht auch ein bisschen kleiner. Vielleicht könnt ihr das hinten noch lesen. Es geht noch ein bisschen kleiner. Wir können viel erzählen von was wir machen. Vielleicht ist das auch einfach nur Marketing und wir machen das gar nicht. Wir helfen die Leute, sondern jetzt Butter bei der Fische. Zeigen wir mal, wie das bei uns mal gelaufen ist, in ein bisschen kleiner. Das Ganze nennt sich Design Studio. Auch wieder eine lustige Methode und wieder Design drin. Aber kurz gefasst ist das so ein bisschen, ja, wenn man nicht das Rad neu erfinden möchte und einfach nur eine kleine Aufgabe vielleicht mal erledigen möchte, das mit Kundenperspektive, dann eignet sich die Methode ganz gut. Ihr seht hier ein paar Leute. Das sind Kunden von uns. Wir haben einen Kundenbeirat für uns gegründet, wo so, ich weiß nicht, 20 Leute sind da drin? 20, 22. Und die laden wir 2-mal im Jahr komplett ein auf ein Schloss und sie können halt in den Austausch gehen. Und es ist auch, wir haben ja auch gesagt, ihr könnt komplett Kritik äußern, wie ihr wollt, ne? Aber das bitte kooperativ. So können wir halt mit denen in den Austausch gehen und so können wir halt auch mal was mit denen ausprobieren. Und vielleicht kennt ihr den hier, den Stefan. Also da ist der Beweis, dass das wirklich so ist. Die haben die Aufgabe bekommen, in einem Zeitraum die optimale Online-Bestellung für uns zu bauen.
die haben das ein bisschen gescribbelt, ein paar erste Entwürfe, haben es ein bisschen herumgegeben, Ideen weiterentwickelt und so fort. Und daraus sind zuerst die Konzepte entstanden, die dann bei uns ein Entwicklungsteam dann einmal besprochen hat. So, hey, das ist eine coole Idee, das kann man auch weitermachen. Und können das ein bisschen verfeinern und ja, ein bisschen unsere Anforderungen mit reinbringen. Gerade wenn man so guckt, okay, was für Anforderungen gibt es für Domains, wenn man sie bestellt. Jede Domain hat ja wieder eine spezielle Anforderung und so weiter, können wir da halt mit dem nächsten Step einbringen. Und haben dann halt ja, erste wirkliche Entwürfe. Ich weiß nicht, kann man es erkennen, wie das aussieht? Aus diesen Entwürfen haben wir halt ein bisschen weitergefeilt und gesagt, okay, das ist ein ganz cooles Konzept jetzt. Daraus, jetzt kann man es ein bisschen besser sehen. Das waren die ganzen Anforderungen, die wir mit reingebracht haben. Und daraus haben wir jetzt gesagt, okay, das ist wirklich ein gutes Konzept, was wir dann schon mit Kunden getestet haben. Das wollen wir dann entwickeln. Dann haben wir ein bisschen die UX-Schiene noch gefahren und ein bisschen noch CE-konform, das lästige Leid, mussten wir noch mit reinbringen. Und haben das dann jetzt noch ein bisschen hübsch gemacht und dann die in die Entwicklung gegeben. Und ihr könnt es auch wirklich dann mal danach, später nachgucken, ist es wirklich so passiert. Das wäre jetzt so ein Taskboard, wie es aufgespaltet ist für unsere Online-Bestellung. Seht ihr dann hier raus, sieht aus den Screens, sind verschiedene Anforderungskriterien generiert, was muss das erfüllen, rein rechtlich und so weiter und so fort. Und daraus sind wir in die Entwicklung gegangen. So sieht dann die fertige Online-Bestellung aus, die dann jetzt wirklich live ist, die von unseren Kunden quasi gebaut wurde. Das Ganze hat von Idee bis zur Entwicklung, wie lange hat das gedauert? Ich glaube, ein halbes Jahr so rund war das. Vier, fünf Monate. Von wirklich, ja, wir haben die Idee, wir wollen die Online-Bestellung neu bauen, bis zum Live-Gang. So, du hast jetzt viel mit den Teams gearbeitet. Was war so das Feedback aus den Teams? Was waren die Learnings für euch, vielleicht auch für die Zukunft? Als ich bei Mittwald anfing, vor 3 Jahren, da hatten wir Scrum, aber das war es eigentlich, was das User-Centered Design angeht. Ich kam dann mit Design Thinking um die Ecke und dachte, hey, das ist cool, wollen wir es mal ausprobieren? Und es war nicht so einfach. Wir haben halt viel gelernt in diesem Einführungsprozess. Und unter anderem war die Erkenntnis Menschen. Das Problem bei Menschen ist, sie haben unterschiedliche Einstellungen, was auch gut ist. Aber es ist halt für manche Dinge ein bisschen ein Problem. Gerade im Design Thinking geht es ja auch darum, ich habe eine Idee und die möchte ich jetzt dem Kollegen vorstellen. Und dann sieht man ja meistens, hey, das ist eine coole Idee, aber das wird nicht funktionieren. Und es gibt halt auch Menschen, die können bei sowas keine Kritik einstecken. Die halten ihre Idee für die allerbeste jemals gebaute Idee, die es gibt. Und lassen sich davon auch nicht abbringen. Sowas ist sehr schlecht für so ein Team. Das zerreißt ein bisschen, das ist eine andere Einstellung, weil man muss halt lernen, nicht jede Idee ist wirklich gut. Dann gab es noch so ein Problem, Mensch, so kreatives Arbeiten ist Freizeit. Das war deren Einstellung. Hey, ich werde aus dem Arbeitsalltag gerissen, ich bin weg von meiner alltäglichen Aufgabe und kann Kaffee trinken, ein bisschen Internet surfen und ja, das war's eigentlich, ganz cool, ne? So ein bisschen Freizeit. Das ist aber nicht so. Es soll zwar so viel Freizeit ein bisschen anfühlen, ein bisschen kreativer, ein bisschen lustiger, ein bisschen wilder, aber es ist halt wirklich trotzdem Arbeit, die man da erledigt, ja in einem anderen Kontext. Eben beim Design Sprint schon auch schon erzählt, ist so, also 9 to 5 ist, kann manchmal gut sein, kann aber auch ein bisschen schlecht sein. Es gibt halt Menschen, gerade so die Entwickler, wenn ich dann ein bisschen denke, die arbeiten auch gerne mal nachts und sind da besser, können sich besser konzentrieren und so weiter und so fort. Und die in so festen ja, Arbeitsstarren reinzufügen, gerade wenn man kreativ sein möchte, ist ja sehr, sehr schwer. Und manchmal kommen halt wirklich die besten Ideen abends. Und dann ein anderes Problem oder eine Erkenntnis, die wir sind haben, das braucht im Unternehmen oder auch für die Kunden ja ein bisschen Verständnis. Warum arbeiten wir so? Ist das denn wirklich gut, wenn man gerade im Unternehmen ankommt und nicht zu Jens geht und sagt, hey, gib mir mal 5 Entwickler für ein paar Tage, dann sagt er, nö, die sollen arbeiten und nicht Bildchen an der Wand malen oder Lego spielen, die sollen arbeiten und entwickeln. Und damit sich da sowas,
sowas eingebürgert hat, brauchen wir halt wirklich eine Unternehmenskultur, die sowas zulässt. So wirklich auch mal, ja, so eine Wagnis, Sachen auszuprobieren. Es klappt nicht immer auf Anhieb. Bei Design Thinking empfiehlt sich auch immer so einen Moderator mit reinzuholen, gerade am Anfang, der so ein bisschen guckt, sind das die richtigen Methoden, ein bisschen Timebox, ein bisschen aufpasst und ja, so ein bisschen den Prozess steuert. Dann, das sorgt auch dafür, dass das Team einfach auch ein bisschen produktiver ist und irgendwann lernt es und kann halt selbstständig arbeiten. Das waren so die Erkenntnisse so nach 2 Jahren, die wir mittlerweile so gezogen haben. Es ist trotzdem ein sehr, sehr großes Erfolgsrezept quasi. Man kann dadurch auch neue Bereiche ergründen, in denen man halt vorher nicht aktiv war. Man entwickelt völlig neue Produkte, wo man vorher nie drauf gekommen wäre und kann halt wirklich dafür sorgen, dass die Kunden so cool tanzen wie die Microsoft-Leute. Ja, wir sind sehr gut in der Zeit. Von daher Fragen an euch, was ist vielleicht noch nicht verständlich gewesen, wo können wir noch auf Sprünge helfen, wo können wir unterstützen? Fragen. Als ihr euch da in diese Whiteboarding eingeschlossen habt, mehr oder weniger, hatten die Entwickler oder die Mitarbeiter dann in dieser Zeit Zugriff auf zum Beispiel ihre E-Mails vom täglichen Bedarf oder habt ihr die komplett abgeschottet von der Arbeitswelt?
Da muss man in das Thema Motivation nochmal reingehen. Kann ich einen Mitarbeiter motivieren oder könnte ich euch motivieren? Könnte ich euch motivieren, in diesen Vortrag reinzugehen? Nein. Ihr habt euch selber motiviert. Und das sieht bei den Mitarbeitern genauso. Die müssen sich immer selber motivieren. Ihr seid hier, wo ihr sagt, okay, ihr könnt vielleicht ein neues Thema gründen oder ihr könnt was zu dem Thema erfahren. Darum seid ihr hier. Das ist also die Selbstmotivation. Und das geht bei den Mitarbeitern genauso. Die hatten die Möglichkeit, oder es war ein ausgewähltes Team, etwas Neues zu erfahren, neu zu arbeiten. Das wollten wir ausprobieren. Und da brauchten wir, oder die Vorgesetzten brauchten wir nicht zu motivieren, sondern das kam aus dem Team raus. Ich glaube tatsächlich, es geht auch gar nicht. Also, du kannst nicht. Du kannst keinen Mitarbeiter motivieren, das ist ein Interesse. Du kannst keinen Mitarbeiter motivieren, das ist ein Interesse. Und Geld ist in der Regel auch das schlechteste Mittel dafür. Also korrekt. Der Versuch, das über Geld zu machen, ist das schlechteste. Der Versuch über Geld ist zeitlich sehr begrenzt. Ja. Ich habe da noch einen Tipp, und zwar das Buch Start with Why. Das ist super, was die Motivation angeht, weil es gibt dann die echten Grund, warum du was machst. Bitte auf keinen Partner vorstellen. Na, also, das Warum der Aufgabe, warum ist das wichtig und so weiter. Na, also, und dann kommt die Motivation eben halt auch damit, weil man merkt, es ist wichtig, was ich mache. Ja, es war halt, also wir, die wurden, also die meisten waren schon intrinsisch motiviert, ganz klar, weil man halt gesagt hat, hey, ihr könnt jetzt aus eurem Arbeitsalltag raus und an etwas großen Neuen mitwirken. Allein das ist ja schon irgendwie geil. So, gerade so Leute, die halt keine Programmierer sind, hey, ich kann jetzt eine Oberfläche mit entwerfen, das ist wirklich cool. Und dann waren die Gegebenheiten, das etwas schönere Haus, wir hatten am ersten Tag auch einen Koch, der uns gekocht hat, ein bisschen nochmal das Teamgefüge ein bisschen getestet und so weiter und so fort. Also wirklich, dass die Grundlagen wirklich optimal waren und der Rest hat eigentlich die intrinsische Motivation erledigt. Ich wollte vorher war noch da. Ja. Wie habt ihr euren Vorgesetzten dazu bekommen, dass er euch den Raum gegeben hat? Hat ihr irgendwelche Tipps, wie man seinen Vorgesetzten dazu bekommt? Der Vorgesetzte muss auch das Verständnis dafür entwickeln, muss auch das Ziel sehen. Also ich glaube, das ist sehr viel Erklärung. Es ist auch, ja, vielleicht das Ausprobieren, dass man mit ihm mit dazu nimmt, dass er sieht, was daraus entstehen kann. Überreden funktioniert nicht, sondern er muss selber sehen, da sind wir auch wieder beim Thema Motivation, er muss daran glauben, dass du was Produktives rauskommst. Und er muss das Vertrauen in die Mitarbeiter haben, dass sie dieses Vertrauen auch nicht ausmachen. Also da hilft wirklich mal eine Schulung, warum arbeitet man so, und wenn von außen sagt, hey, das sieht aus wie Quatsch, was machen die das? Die müssen das wirklich mal erleben und dann auch, ja, wirklich rüberfahren. Ich glaube, gibt es schon Beispiele, die positiv verlaufen sind und so weiter und so fort. Die Brücke ist auch gar nicht so groß von dem ersten Moment an, bis die ersten Ergebnisse vorliegen. Aber wenn die dann da sind, dann gibt es Evidence, Nachweise. Und dann wäre jeder, der einigermaßen zählen kann, ich sag mal, falsch beraten, wenn er nicht weitermachen würde. Ich meine, die haben es ja live verfolgt. Wir hatten diesen Papierprototypen, diesen selbstgebauten aus Pappe. Zwei Wochen später hatten wir dann schon die ersten Oberflächen und so weiter. Also die sehen ja wirklich sehr schnell, was da passiert. Also du bist ja ultra fix und sagst auch, okay, das hat nicht funktioniert, aber wir haben jetzt die Lösung. Und dadurch sehen die wirklich, okay, sie sind extrem produktiv. Seid ihr Annahme geführt oder habt ihr mehrere Leute, die da oben stehen? Nein, wir sind Annahme geführt. Okay. Habt ihr Situationen gehabt, wo ihr mal nach einer Woche Coden alles wieder verworfen habt, weil es nicht funktioniert hat? Das gesamte Ergebnis wurde verworfen. Das Verwerfen ist ja nicht schlimm, weil du weißt auf jeden Fall, dass es nicht funktioniert. Du hast ja die Erkenntnis, dass es nicht funktioniert. Aber in der Tat hatten wir das nicht. Also wir haben immer so gearbeitet, dass wir wissen, dass das, was wir bauen, funktioniert. Klar, wenn du so ein Prototyp testest, musst du ein paar Sachen halt wegschmeißen. Aber du gehst halt in kleinen Steps vor, sodass halt wirklich die großen Sprünge immer funktionieren. Und gab es ganz am Ende, als alles fertig war, als es live war, als es gelaufen ist, nochmal eine Art Erfolgskontrolle? Und ihr habt jetzt gemessen? Also wir sind noch nicht komplett live, also wir sind gerade in der Beta. Okay. Aber wir stellen es halt immer ab und zu mal dem Kunden vor. Das Feedback ist sehr, sehr gut. Also wirklich unser Ziel, dass die Kunden tanzen, hat sich erfüllt. Und ich sehe gerade, wir müssen leider beenden. Wenn man die Installation sehr klein hält oder in kleinen Zyklen, das auch wieder den Kunden vorstellt, wirft man automatisch auf den Weg. Da steckt auch dahinter. Gibt es noch Fragen?